So. Hemdchen geht eigentlich gar nicht. Ich möchte heute mal testen, wie das mit diesen Modeboxen ist, die es seit einiger Zeit gibt. Ich habe mir hier die Seiten von Modo Moto und von Outfittery angeguckt. Die versprechen einem, dass sie einem komplette Outfits in so Kisten liefern, dass die auf meine Vorlieben eingehen und auch, dass sie so einen Stilberater haben, der vielleicht so ein bisschen mehr aus mir rausholt. Was würdest du niemals anziehen? Welche Farben mag ich? Farbe, Preis, also das ist so ein bisschen feiner granuliert, habe ich den Eindruck, als bei Outfittery. Ja, jetzt sind diese beiden Fashionboxen da. Outfittery, Modo Moto, sehen ähnlich aus. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. So. Man darf übrigens das ganze Zeug auch zurückschicken. Also, ich habe jetzt noch nichts bezahlt und nur wenn mir das gefällt oder wenn mir Teile gefallen, dann behalte ich die. Ein, zwei, drei Oberhemden, ein, zwei, drei Shirts. Es ist so ein bisschen besinnungslos alles in die Kiste geschmissen. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Ich muss jetzt ja auch mit dieser 10 Kilo schweren Monsterkiste irgendwie zur nächsten Postfiliale schlappen. Ich krieg die gar nicht mehr zu. Als erstes habe ich hier einen blauen Trenchcoat von Ben Sherman. Ben Sherman, eigentlich ganz cool. Bei Outfittery habe ich auch noch anders als bei Modo Moto kurz mit einer Dame telefoniert, die sehr nett war und mir noch so ein paar Zusatzfragen gestellt hat. Und jetzt mal gucken, wie das Ergebnis ist. Aha, hier sind also jetzt die Outfits auch so zusammengebündelt. Hemd plus Pulli plus Chino. Und hier ist auch jetzt tatsächlich noch ein persönliches Anschreiben drin. Ich habe Ihnen drei schöne Looks zusammengestellt. So, also die Hose passt. Das ist brauchbar, sage ich jetzt mal. Grüne Chino, weißes Businesshemd und schwarzes Sakko. Und schon ist der Look perfekt, steht hier. Und die hätten mir auch noch ein zweites Outfit dazu getan. Aber welches ist das? Dann nehmen wir hier vielleicht das blaue Hemd. Auch diese Hose passt. Ja, also dieses Hemdchen geht eigentlich gar nicht. Dazu habe ich mir jetzt noch ein Jackett hier ausgesucht von Joop, Größe 52. Auch das, vermute ich, wird zu groß sein. Also da hat Modo Moto jetzt ehrlich gesagt total versagt. Zumal, das ist jetzt auch gar keine Geschmacksfrage, sondern die Information, welche Größe ich habe, die habe ich ja brav da eingegeben. Ja, das ist für die Tonne. Outfittery hat mir besser gefallen. Die hier waren so schön eingeschnürt, da hat man sofort gesehen, was das ist. Zweitens erwarte ich, dass es irgendwie zu mir passt. Und drittens erwarte ich, dass es passt. Wir haben Modo Moto mit unserer Kritik konfrontiert. Die Antwort, dass die Kleidung nicht passe, könne daran liegen, dass die Passform einzelner Marken von den Standardgrößen abweiche. Die erste Lieferung könne schon mal schiefgehen. Nach einer Rückmeldung des Kunden würden Passform und Auswahl aber von Kiste zu Kiste besser. Was ich mich allerdings grundsätzlich nochmal fragen würde, und vielleicht auch euch mal fragen würde, ist, brauchen wir sowas wirklich? Also hätte ich in der Zeit, wo ich das jetzt alles anprobiert habe und wo ich diesen Zettel am Computer, diesen Bogen am Computer ausgefüllt habe, hätte ich da nicht auch einfach einmal zum Ansons oder Wormland oder irgendwas gehen und ein paar Sachen anprobieren können? Und auch wenn mir das Outfit von Outfittery ganz gut gefallen hat, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig revolutionär und hat mir jetzt einen total neuen Style gegeben. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte erwartet, dass ich ein bisschen erstaunt werde, bin ich mir nicht sicher, ob das gelungen ist.